Ante Čović und Hertha BSC zu Gast im Mommsenstadion. Abu Dhabi und Tennis Borussia Berlin mit einem katastrophalen Saisonstart. 0:13 Tore und 3 Niederlagen. Das Derby gut besucht, trotz strömenden Regens. Und auch heute zu Beginn tut sich TB schwer. Die 15. Minute. Slapstick-Einlage von Trabulsi und Starneuzugang Uzoma Ike. Karl Albers mit einem Riesenreflex. Verhindert hier Schlimmeres. Uzoma Ike mit der Schulter am Ball, Heimspieldebüt für ihn. Spielte einst für 1860 und Freiburg in der ersten und zweiten Liga. Kurz vor dem Spiel die Bekanntgabe, Michel Brink wechselt zum MSV Duisburg in die dritte Liga. Dieser traf erst beim Sieg gegen Viktoria. Ebenfalls mit einem Tor Lukas Ulrich. Hier hat er die Chance, in Minute 16 auf 0:1 zu stellen. TB noch ohne Torchance. Weiter wartet man auf den ersten Treffer in dieser Saison. Kapitaler Bock von Ziemer und Boton Bach. Mit dem ersten Torschuss für die Borussen. Ziemer bügelt seinen Fehler hier wieder aus. Fällt Bachs Schuss ab. Der 22-jährige Stürmer kam im Sommer von Altklinike. TB in der Folge die bessere Mannschaft. Großer Umbruch im Sommer. Mit Zische verließen 16 Spieler den Verein. Tim Oschmann, der Kapitän, bleibt den Lila-Weißen treu. Und ebenfalls weiter im Team Ruben Travassos. Riesenchance für den 20-jährigen Portugiesen. In dieser Spielzeit noch ohne Tor. In der letzten Saison traf er 3-mal. Doch die Gäste wollen vor der Pause dann doch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Toni Rölke mit dem perfekt getimten Abspiel hinter die Kette auf Lukas Ulrich und er hat Technik und Tempo. Albers macht sich hier groß, aber wie Ulrich sich durchsetzt, starke Aktion des erst 18-jährigen Berliners. Unter Čović ist er bisher gesetzt, aber der ärgert sich vielleicht nach diesem Spiel über den Abgang von einem anderen Spieler, von Emincan Tekin. Der hat nämlich heute Geburtstag. Und als Geschenk gab es ein Wiedersehen mit seinem Ex-Verein. 8 Jahre spielte er bei Hertha BSC. Und trifft hier direkt gegen seinen Ex-Club. Was für eine Geschichte. Emincan Tekin. Letzte Saison bei Hertha ein Tor in 13 Einsätzen. Jetzt das erste Tor für TB. Und was für ein schönes. Und nach 3 hohen Niederlagen wurde TB schon abgeschrieben. Doch hier macht man in der 49. Minute das 1:0. Die 54. Minute. TB zeigt, wie gut sie Fußball spielen können. Vor allem er. Emincan Tekin gegen Röcker. Vernascht das Silber und wird von Röcker gefoult. Klare Sache, Röcker trifft Tekin am linken Fuß. Elfmeter, Tennis Borussia. Der etatmäßige Schütze schnappt sich die Kugel, Tim Oschmann, und übergibt den Ball hier an Tekin. Nette Geste vom Kapitän. Aber den muss Tekin jetzt auch machen. Der Doppelpack zum Greifen nahe. Tekin gegen Kwasi Groch, eiskalt. 2:0 TB. Was für ein Geburtstag für den 20-Jährigen. Mit seinen ersten beiden Saisontoren schockt er die Hertha. Und zudem schießt er die ersten beiden Saisontore für Tennis Borussia. Die 65. Minute. Tekin mittlerweile leicht angeschlagen ausgewechselt. Toni Fuchs mit der Reingabe. Und Aksakal am langen Pfosten zum 2:1. Das erste Saisontor für den 20-Jährigen. Lukas Bär kam mit Trainer Abu Dhabi von Tasmania. Verlängert hier noch die Flanke von Fuchs. Und Aksakal völlig blank am langen Pfosten. Ein absolut vermeidbares Gegentor aus Sicht von TB. In der Folge spielte dann nur noch die Hertha. Die 68. Minute. Malik Cezay verschätzt sich hier. Aksakal auf Rölke. Und Karl Albers mit einem richtig starken Save. Der Keeper von TB mit einer tadellosen Leistung bis hierhin.
Nur zwei Minuten später Hertha im Vorwärtsgang. Von TB kommt spielerisch nicht mehr viel. Cimo Röcker schickt Aksakal an jeder Aktion beteiligt und Čović wird hier von Malik Cesai zu Fall gebracht. Ganz bitter für den Neuzugang von Tasmania. Der Innenverteidiger trifft Čović klar am linken Standbein. Richtige Entscheidung von Dr. Max Boda, Strafstoß. Und der Junge hat Selbstvertrauen. Enza Aksakal erzielt das 2:2. Den gleichen Stand gab es 1999 zwischen Hertha und TB im DFB-Pokal. Die Profis bezwangen die Borussen dann aber in der Nachspielzeit. Damals spielte man in Liga 1 und 2. Heute geht es für TB aber darum, die ersten Punkte in dieser Saison einzufahren. 2:0-Führung verspielt. Das Momentum ist jetzt auf Seiten der Hertaner. Die 75. Minute. Wieder ist es Aksakal. Auf Čović. Und wieder gibt es Strafstoß. Baugleiche Szene, nur 6 Minuten später. Albers zieht hier noch das Bein zurück. Čović nimmt das dankend an. Springt auch noch rüber. Für mich viel zu wenig für einen Strafstoß. Der 24-Jährige macht etwas zu viel daraus. Bitter für TB. Und die große Chance für Hertha, in Führung zu gehen. Doch Aksakal vergibt die große Chance auf das 2:3. Dieses geschichtsträchtige Derby hält, was es verspricht. Heiße Schlussphase jetzt im Mommsenstadion. Wer hat hier gegen Ende die Nase vorn? Die 86. Minute. Karl Albers, hoch und weit. Brechler gewinnt das Kopfballduell. Und Uzoma Ike, der Star-Neuzugang mit seiner gesamten Klasse. 3:2 für TB. Der Neuzugang aus Ungarn mit Bundesliga-Erfahrung. Heimspielpremiere für ihn. Nur 5 Minuten vor Schluss macht er hier das 3:2. Der 33-jährige Linksverteidiger lässt sich hier gebührend feiern für diesen Treffer. Stark, wie er sich gegen das Silber durchsetzt. Doch die Nachspielzeit müssen die Borussen noch überstehen. Ecke Hertha. Und Aksakal mit dem Seitfallzieher. 90+1. Was für ein Tor, was für ein Finish in diesem Spiel. Aksakal vergibt den letzten Elfmeter und macht hier das 3:3 in allerletzter Minute. Enza Aksakal schockt TB im Alleingang. Tor Nummer 3 für ihn und 1 für das Tor des Monats. Von Training zu Training, so würde ich sagen. Das wird bei uns bei Hertha beigebracht und ich gebe immer alles auf dem Feld und dann ergibt sich einfach sowas. Besonders bitter, du verschießt den Elfmeter und dann krönst du dich noch mit so einem Tor zum Abschluss. Das ist auch eine Erleichterung gewesen für dich, oder? Auf jeden Fall, also ich war erstmal deprimiert, dass dann so ein Tor fällt danach, macht mich natürlich glücklich. Ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte. Ja. Heute 2 Hertha-Spieler haben geglänzt, du und Emin Jantekin. Heute Geburtstag gehabt, 2 Dinger gemacht, du hast mit ihm selbst zusammengespielt. Kurz noch ein paar Worte über ihn. Also er ist ein unglaublicher Spieler, hat eine unglaubliche Technik und ihr habt ja heute gesehen, was er drauf hat. Er hat uns 2 eingeschenkt, auch wenn ich ihm leider seinen Geburtstag verderben musste. Aber da lacht er drüber, weil er hat nämlich sehr gut gespielt. Das zeigt, dass er ein sehr guter Fußballer ist. Starke Leistung von euch, ist auch ein bisschen Genugtuung. Ich meine, du warst, glaube ich, 8 Jahre bei Hertha und am Ende hat es nicht mehr gereicht und du musstest jetzt zu TB wechseln und dann zeigst du denen, was du drauf hast, ne? Boah, also was heißt Genugtuung, aber es ist natürlich schön, wenn man sich halt trennt und dann direkt mit 2 Toren zu antworten, ist, denke ich, nicht verkehrt, aber ich habe halt viel gelernt in dem Verein und die Geschichte ist jetzt vorbei und jetzt wird neue Geschichte geschrieben. Trotzdem natürlich bitter, ne, wenn man die 3 Punkte so vor Augen hat und richtig starkes Spiel abliefert und am Ende dann nur 1 Punkt mitnehmen kann, ne? Ja, ist natürlich bitter, aber wir sind eine junge Truppe, wir lernen daraus und im nächsten Spiel gegen Viktoria werden wir die 3 Punkte hoffentlich ziehen. Wir müssen halt weiter Gas geben, weiter trainieren und dann denke ich, wird es auch passieren im nächsten Derby dann.
Und wenn man die Leistung von Emincan heute sieht, dann ist es schon traurig aus eurer Sicht, dass ihr den habt gehen lassen, oder? Ich habe vor dem Spiel gesagt, im Kreis versucht, unnötige Fouls außerhalb des Strafraums zu vermeiden. Wenn Emincan am Ball ist, der haut uns das Ding ein. Und so war es auch, dass er ein guter Kicker ist, unbestritten. Und ja, ein kleines bisschen freut es mich auch für ihn heute. Welchen Anteil hat Emincan heute Geburtstag und gleich zweimal getroffen gegen seinen Ex-Verein? Er hat heute Geburtstag? Unser Co-Trainer hat Geburtstag. Ja, Emi hat herausragend gespielt, solange die Füße getragen haben, hat das wirklich gut gemacht. Ich war mir auch sicher, dass er den Freistoß reinhaut, das wusste ich schon. Das siehst du halt einfach, wenn er im Training die Dinger reinhaut. Emi hat ein wahnsinniges Potenzial, muss halt weiter an sich arbeiten. Dank Geburtstagskind Tekin erkämpft sich TB den ersten Punkt in dieser Saison. Nach dieser Leistung kann man mit Zuversicht auf die nächsten Spiele blicken. Nach dem Landespokal geht es zum nächsten schweren Gegner, Viktoria Berlin.